Hallo Pouring-Freunde, hi Pouring-Friends. Heute versuche ich mich an der Federtechnik. Today I'm trying the feather technique. Viel Spaß beim Zuschauen. Have fun watching. Ich versuche heute was Neues mit einem Mikrofon. Ich hoffe, ihr könnt mich besser verstehen. I'm trying to use a mic and I hope you can understand me better. Diese Acrylfarben hat mir jemand aus Holland mitgebracht. I got these acrylics from Holland. They're absolutely no name. No name. No quantity. No quality. Ich weiß also nicht, was für eine Qualität das ist. Wie gut und wie schlecht die ist. Ich werde einfach mal was versuchen damit. Ich werde, damit es einigermaßen genau wird, mit einer Waage arbeiten. Dann kann ich nämlich sagen, stelle die Waage jetzt auf Tara und nehme dann mal davon. Das habe ich hier, Unzen will ich nicht, ich will Milliliter, so. Oh, sie ist sehr dünn. Milliliter habe ich jetzt daraus bekommen. Okay. Da sie sehr dünn ist, versuche ich es erstmal mit der gleichen Menge an Flutrol. Das denn schon ausreichend ist. Stell auf Tara. 15 Milliliter again, a Floatrol. Ups. Das geht immer schneller als man denkt. It's always faster than you think. Und mal rühren und gucken, wie es sich anfühlt. Nein. Das ist noch zu dick. Scheint ziemlich hoch pigmentiert zu sein. Diese Farbe. Seems to be highly pigmented. This paint. Let's go to zero again and 15 milliliters more. Which makes this whole thing exactly an ounce. 30 milliliters are an ounce. Ich würde ungern Wasser dazu tun, und ich denke, bei der billigen Farbe könnten dann die Pigmente auseinanderbrechen. Aber es ist doch noch zu dickflüssig. Also scheint mein Rezept, was ich immer unten drunter habe, das Richtige zu sein. Jetzt kommt ein 15 Milliliter meines Spezialgemisches. Oh ja, war ein bisschen mehr. 20 Milliliter. Sehr komisch. Seht's euch an. Ich glaube, es ist wieder mal mein Patientrezept, was zum richtigen Ergebnis führt. Mit einer ganz fremden Farbe. Das ist doch nicht schlecht. Ich melde mich gleich, wenn ich weiter bin. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe 4 Farben vorbereitet. Rot, Gelb und Hellblau.
und Grün. Ich habe hier ein Stückchen Zwirn, a piece of string, und das belege ich jetzt gleich mit Farben. Oh, ich muss erstmal einen Schuh anziehen. Just a sec. Have to put on gloves. So, dann wollen wir es mal vorbereiten. Ich habe hier einen Plastikbehälter, den ich später noch benutzen kann. Dies ist etwas dicker geblieben. Könnte man fast auch Blobs mitmachen. Oh, mal sehen. Da lege ich jetzt meinen Zwirn hinein. Ich werde es etwas eintunken müssen, weil es nicht von alleine möchte. Gut, dass es jetzt noch Zeit hat, sich komplett voll zu saugen. Sonst würde ich schwarz sehen. I give it a lot of time to pick up the paint. I wipe off my spatula each time before dipping into the next color. Hoping that this will really be soaked completely and work fine. Hier ist mein Weiß, eine weiße Farbe. So, okay, right. Keep your fingers crossed. Ich nehme meinen Zwirn aus der Farbe. Lege es hier drüber und lasse es erstmal liegen, dass es richtig schön Kontakt kriegt. Schön Kontakt. Und jetzt yeah. Das sieht doch ganz hübsch aus. Kann nicht anders sagen. Jetzt kommt es wieder hier rein, möglichst so wie es war. Hübsch. Die werde ich jetzt auch noch ausbauen. So. Hier halte ich fest. Hier ziehe ich weg. Ui. Schön. Start another one over here. Machen wir noch ein Federchen. Zzt. Das jedenfalls ist der Federkiel.
Tja, Kinders, ich glaube, ich muss die Diagonalen durcharbeiten. Und here we are, finished. I'm loving it. Da haben wir meinen Brenner drüber. Da kommt nur Weiß hoch. Jetzt lassen wir es ein bisschen trocknen, dann zeige ich es euch nochmal.